Weil sie ja Frucht sind? Ja, und weil es das Weißbrot gibt. Ah. Weißbrot. Wie kann ich jetzt hier landen? Gar nicht. Doch, da war eine Stelle. Jetzt kommt es, Zeitstein ist weg. Nee, ist noch da. Ach verdammt. Jetzt habe ich mich schon gefreut. Oh nein, die Treppe geht weg. So Scheiße. Magst du vielleicht keine Treppen? Nö. Ich mag Leitern. Warum nicht? Ich mag Leitern. Magst du nicht Treppen und Aale? Nein. Rolltreppen und Aale. Rolltreppen. Aale. So, pflanzen wir den Zeitstein mal da drauf, weil wir es können. Oder unseren Gluteus Maximus. Auch. Weil wir es können. Sowieso. Ein Portal! Schnell, Hadrian! Ich verstehe immer noch nicht, warum Gulag das alles macht. Wir müssen sie aber auf jeden Fall aufhalten. Solle schnell, denk daran, dass Gulag über die Macht der Waffe verfügt. Ich glaube nicht, dass wir ohne eine direkte Konfrontation umstimmen können. Baut euch auf einen Kampf vor. Oh ja, mein Kampf. Ja, mein Kampf. Gulag hat doch bestimmt ihre Gründe dafür, was sie tut. Glaubt ihr nicht auch, Hadrian? Ja, sicher. Nö. Vielleicht sollten wir uns auf der Sache aushalten. Ja, Hitler hatte auch seine Gründe gehabt, die Welt zu versklaven. Nein, er hat sie nicht versklavt, er hat sie befreit. Ach so, vielleicht hätten wir sie auch zulassen sollen, nicht wahr? Ja. Was eine Argumentation. Das sieht interessant aus. Kann man das berühren? Was ist? Für wahr kurios. Es scheint das gesamte Universum zu enthalten. Ui. Los, mach ich's kaputt. Nein, nicht das Universum, sondern die Zeit selbst. Gulag, wo sind wir? Im Herzen der Anomalie. Wo die Magier ihr großes Projekt versteckt haben. Das ist also das Projekt. Oh nein, es ist der Meteorblitzkrieg, den sie versteckt haben. Oh Scheiße. Aber warum wollt ihr es unbedingt zerstören? Die Magier wollten das Ende der Zeit verhindern. Also entsandten sie es, sandten sie das Projekt, um die Zeit zu krümmen. Die Zeit krümmen? Die Zerstörung des Projektes wird vermutlich die Zeit zerstören. Wenn es aber selbst die geringste Chance gibt, dass es nicht ereignet, muss es gemacht werden. Es gibt keinen anderen Ausweg. Ah, alternativlos, ich kenne sowas. Ihr habt Unrecht, Gulag. Es gibt immer einen anderen Ausweg. Tja, wenn euch wirklich so viel daran liegt. Also ich bin für Selbstmord. Ui, sie hat Salat gekillt. Salat, sie ist verschwunden. Minus 6, minus 5. Nein. So, jetzt, nee, ihr müsst kämpfen. Ach, Hadrian. Ich hatte gehofft, dass ihr zumindest mich verstehen würdet. Was? Ich bin aber direkt mit dem Projekt verbunden. Warum kann ich euch nicht auslöschen? Weil ich Professor Girokonto bin. Wer seid ihr denn überhaupt? Es wäre jetzt genial gewesen, wenn er zum ersten Mal gesprochen hätte. Ne, ich bin Professor Giro. Nee. Aufwenden von Kräften. Hadrians Kraft ist erwacht. Jetzt könnt ihr die Zeit selbst verlangsamen. Ui. Oh no. Jetzt verstehe ich. Unsere Bestimmung... kontrollieren die Welt? Auch. Unsere Bestimmung war, einander nicht zu verstehen, sondern uns stattdessen zu bekämpfen. Oh, coole Bossmucke. Es ist nicht Ceres, es ist Gulag. Okay, was mache ich mit diesen kleinen Robotern? Kaputt. Ja, Tatsache. Was fragst du auch so blöd?
Hey Roboter, komm her zu mir. Lass dich töten. Ich weiß zwar nicht, wie ich den Gulag angreifen kann, aber was soll's. Das finden wir schon mal raus. Okay, so kann ich mir die Zeit verlangsamen. Das bringt mir erstmal nicht viel. Aber ganz ehrlich, hätte ich jetzt spontan nicht gedacht, dass wir wirklich gegen Gulag kämpfen. Ich dachte jetzt eigentlich, dass wir wirklich gegen Professor Giro kämpfen werden. Kannst du nicht stimmen? Da kommt Town vielleicht? Ich hab's gerade probiert, das geht. Ach so, dann. Dazu muss ich aber tatsächlich die Zeit verlangsamen, damit ich ja gut rankomme. Ja. Müsste ja nicht allzu schwer sein. Nö, nö. Oh nein, er ist ein großer. Oh nein, ey. Was? Er ist Selbstmörder. Wir können die Zeit nur 3 Sekunden anhalten. Habe ich das richtig gesehen? Ich bitte, dass wenn wir üben, dass wir es noch länger machen können. Könnte sein. So, auf 5 Sekunden. 7, dann 8. Und dann minus 5. Vielleicht eines Tages sogar eine Minute. Eine ganze Minute? Mhm. Dann können wir die Welt beherrschen. Schon wieder? Nein, noch einmal. Ach so. Weil es einmal nicht gereicht hat, genau. Ja, die Welt ist nicht genug. Oh. Scheiße. Komm schon, gib der Pitch. Ich finde interessant, dass die Bitch eine Menge Leben hat. Ja. Und keine Mechanik. Ja, vielleicht, wenn ich sie aus dem niedernen Pups runtergekloppt habe, macht sie was Neues. Ja, das muss auch nicht sein, dass man das 4-mal machen muss. Nee, das wäre lame. Was? Wenn ihr jetzt wirklich, keine Ahnung, 3 oder 4 HP-Balken hat und es immer so läuft. Nee, das nicht, aber ich meine, bis man überhaupt in die nächste Phase kommt, dass es so lange dauert. Ja gut, ich könnte ja auch die Zeit verlangsamen, wenn ich sie angreife. Hm. Das soll ich vielleicht auch mal tun. Wenn ich jetzt hinten einen so treffe. Ja, funktioniert gut. Ja. Oh, was macht sie jetzt? Jetzt sind die... Bossphase. Oh, sie zerreißt den Boden. Ach du Scheiße! Was geht mit der Eulen ab? Ich hab nichts Böses getan! Was hast du gehört? LOL! Warum im Meteorschauer? Lass das! Warum finde ich die zweite Phase recht nett von der Idee? Weil es lustig ist. Ich frage mich gar was anderes. Was ist, wenn mein HP-Pool auf 0 erreicht? Muss ich alles neu machen? Ich schätze mal, dass es auf jeder Phase noch Zwischenspeicher gibt. Das will ich immer hoffen. Ich muss sagen, so die 2D-Phase, auch die Musik hat sich ja geändert jetzt auf 2D. Ja. Also, mit eben. Ein sehr nettes Detail. Hm. Achso ja, ich könnte ja mal hier die Zeit anhalten. Oh ne, jetzt kommt hier ja über Megastrahl. Sonic! Wow, ich hab 4 AP. Vielleicht können wir es nicht herausfinden mit Sterben. Ja, nehme ich jetzt. Weißt du, was aufgefallen ist? Sie ändert auch die Blickrichtung auch in der angehaltenen Zeit. Das heißt, sie kriegt mit, was wir machen. Ja. Während wir die Zeit angehalten haben. Soll ich nehmen, was... aber die einzigen sein dürfen mit dieser Macht. Soll ich das verraten? Was denn? Ich muss alles neu machen. Ach, fucking hell. Aber gut, jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt soll ich auch nicht mehr so viele Schläge bei der ersten Phase bekommen, weil die sind nicht pups einfach. Nein, wirklich. Die zweite ist auch nicht ganz so schwer, da muss auch noch... Nö, dann muss ich einfach nur ein bisschen die Sprünge treiben von mir. Und mich am besten nicht wie den blöden Robotern treffen lassen. Das sind nämlich eigentlich die behindertsten, einfachsten Pups-Gegner, die es gibt.
Ne, wenn sie springen, nicht hoch. Aber sie geben EP. Ja, ein bisschen Glück kriege ich noch ein Level Up. Ob wir das so lange farmen können. Aber die Bosskampfmusik gefällt mir. Ja, die Bosskampfmusik ist gut. Ist es nicht so gut, dass ich sagen würde, oh, geil, aber ist schon gut. Schottenhauen tut's mir nicht, aber stimmig. Wobei von Sackmann tun wir echt wenig Musik, aber es gibt welche, ja. Ganz ehrlich, ich bin kurz zum Level Up, ich will eigentlich kurz warten. Mach. Vor allem, du kriegst doch dann wieder die HP zurück. Deswegen. HP krieg ich zurück, vielleicht mach ich ein bisschen mehr Schaden. Oder du kriegst mehr HP oder mehr Death, mal sehen. Oh nein, ist auf jeden Fall wert. Jetzt kommen die Nazis. Warum Geld? Ich brauche kein Geld. Oh nein, du hast deine Juden erschlagen. Du hast dein Judengold geplündert. Wo bleiben die ganzen Roboter? Genau, jetzt wo du sie brauchst, kommen sie nicht. Ja, die haben einen Plan rausgefunden, deswegen haben sie jetzt keinen Bock mehr auf mich. Ja. Fick dich, Gulag. Oh, wir haben 9.999 Geld. Ja. Nice. Wir haben Maximum Money erhalten. Nice. Meine Pokémon Max Money hat. Achso. Ein bisschen zu früh. So viel zum Thema Level Up. Ey, macht sie einfach eine Kugel rein, wo ich die Zeit anhalte. Das ist fies. Oh, oh Gott! Ich mach die Zeit anhalten immer zum behindertsten Zeitpunkt. Kann das sein? Das ist auch so meine Vermutung. Und so gut wie ich gerade in der ersten Phase angestellt habe, so behindert bin ich gerade in der zweiten Phase. Einfach dein Timing, ey, das ist so gut. Ey, nicht nur Timing, es ist einfach nur Pech teilweise. Jetzt ist sie gerade genau in meine Fresse gesprungen. Wir hätten das ahnen können. Und jetzt habe ich gerade die Zeit angehalten, die ist gerade abgehauen. Oh. Das war auch close. Okay, da haben wir einfach vorab. Scheiße. Oh, praktisch. Oh, schon wieder genau meine Fresse eingesprungen. Du packst das schon. Aber ich muss sagen, irgendwie erinnert mich der Bosskampf vom Style her so an Uncharted ist. Wenn du stirbst, musst du alles nochmal neu machen. Mhm. Okay, zweite Phase habe ich. What the fuck? Was war das jetzt? Wie? Ich habe keinen Bock mit dir Metroid zu spielen. Oh, ich bin direkt gestorben. Warum habe ich ein ganz schlechtes Gefühl dabei? Oh, bedenke mal, das sind vier Phasen, dieser Bosskampf. Vier? Ja. Ich hau sie auf den grauen Lebensbalken und danach erscheint erst der rote. Ach. Aber kann es sein, dass der rote schon für die Blinden steht? Der rote Lebensbalken war danach immer der tote. Also von rot weg war dann gleich tot. Na gut, ich. Jetzt die Frage, wollen wir wirklich alles onscreen machen? Mach einfach, du darfst dann nicht schön schneiden. Aha. Oh.
Ah, Level Up. 2 auf Angriff. Das kann hier und da mal Unterschiede ausmachen. Naja, jetzt momentan läuft die zweite Phase sehr gut. Mist. Okay, da haben wir von ab. Ja, 70 HP, dritte Phase. Nice. Oh Gott, jetzt geht's darum, Schüsse auszuweichen bei einem Modus, den ich nicht so gut kann. Okay. Kanone muss schießen, okay. Mal mit Zeit anhalten. Stimmt, kann ich auch machen. Aber sie hätten den Modus nicht so viel aus anscheinend. What the fuck? Okay, merken, wenn ihr den einmal Firewing My Laser of Doom hat, dann ist es zum Kotzen. Das wäre gerade ein One-Hit. Fast. Also ich hab mir auch nicht was rausgezogen. HP. Ja. Also die kleinen Teile können Herzchen brauchen. Das bist nicht ganz aufgeschmissen. Dritte Phase habe ich schon bestanden. Ah, jetzt kommt sie selber. Das wäre eigentlich auch zu erwarten gewesen. Okay, die letzte Phase ist gar nicht mehr so schwer. Deine Schüsse, wenn du die Zeit anhältst, dass die eigenen dann trotzdem noch einen normalen Speed verlaufen. Das dürfte ja nicht so sein. Ich hab's. I'm impressed. Da halt mal arschknapp. Oh, aber wie? Hab ich zufällig noch einen HP übrig gehabt am Ende? Das werde ich gleich im Auge behalten. Ja, das waren sehr wenig HP noch. Es waren 2. Oh, nicht so gut. Scheiße, ich muss nochmal neu machen. Okay. Ich glaube, noch knapper geht's eh nicht. Adrian, ich wollte nie gegen euch kämpfen. Deswegen hast du es auch gemacht, ne? Mhm. Und ich glaubte, ihr wolltet das auch nicht. Doch. Die Realität beginnt zu zerfallen. Ich glaube, wir sind zu weit gegangen. Ich sehe die Vergangenheit und die Zukunft nicht mehr. Ich habe das Ende der Zeit erreicht. Also, was geschieht jetzt? Naja, wir müssen für Nachwuchs sorgen. Das Projekt wurde während unseres Kampfes beschädigt. Reicht das, um den Zyklus der Zeit aufzuhalten? Wenn nicht, fängt alles wieder von vorne an. Dieselben Zeiten, dieselben Ereignisse, dieselben Schwierigkeiten, dasselbe Schicksal für alle.
Ach, für uns beide. Oh, drin ist Face. Meine Macht lässt nach. Ich werde verschwinden, Hadrian. Und das macht mir Angst. Vielleicht finden wir uns eines Tages wieder. Hoffentlich nicht. Und wenn nur das Schicksal verbleibt, werden wir diese Welt gemeinsam verändern. Oh, das kenne ich auch irgendwo, ja. Ich werde auf euch warten, geh. Und sie weint. Na, die sitzen da noch rum. Nice. Ja, denen ist doch immer nicht zurückgekehrt. So lange habe ich auch nicht gekämpft. Er wird schon kommen. Fräulein Salat. Mittlerweile sind mehrere Tage vergangen. What? Wir können nicht länger warten. Was wollt ihr denn damit sagen, Bluebeard? Dass wir einfach ohne ihn aufbrechen? Ich... Bluebeard hat recht, Salat. Wie können wir nicht bleiben? Nein! Nicht kann. Wir dürfen hier nicht lange bleiben. Ich weiß nicht, welche Zeit, welche Welt noch vor uns liegt, aber wir müssen los. Das geht doch. Was? Das geht doch? Geht einfach ohne mich. Ohne andere gehe ich nirgendwo hin. Oh nein. Von einem Salat. Solid Snake ist ganz gewiss abgeschlachtet worden. Es ist sinnlos, Bluebeard. Sie hat sich entschieden. Das müssen wir respektieren. Wir werden auf der anderen Seite des Portals warten, Fräulein Salat. Wow, ob das hier wartet oder da. Also gut, auf geht's. Jetzt wissen wir, wer unsere wahren Friends sind. Der Abseitsmarkt. Der Absatzmarkt, ja. Hadrian, wo seid ihr? Hadrian! Schon wieder? Ja, wie lange wartet die da? Ich glaube, wir haben's. Hoffentlich. Zumindest sieht das ein bisschen nach Credits aus, aber ohne Schrift. Credits ohne Schrift? Na, wir kommen jetzt bei den ganzen alten... Lol, der wurde platt getrampelt. Bei den ganzen alten Gebieten sind wir jetzt... kommen wir jetzt wieder. Ja, dann... ohne Credits können wir aber kein Fazit geben. Das ist nö. Haben wir das Spiel kaputt gemacht und es sollten Credits kommen, sind aber nicht da. Das ist eine sehr gute Frage, ob das so ist oder nicht. Naja, mir letzten Endes egal. Aber ich vermute mal, dass es jetzt vorbei sein sollte. Ja, ich vermute mal, das läuft jetzt so durch. Am Ende kommt vielleicht noch ganz kleine Sequenzen, dann war's das. Oder ein bisschen Dialog. Mal wieder. Ja. Gut, da du ja der Gastkommentator warst. Oh nein. Darfst du anfangen? Wie fandest du das Spiel? Wie soll ich das am besten sagen? Die Witze waren teilweise sehr obvious oder sehr gut durchdacht, so ein Mittelding gab es nicht wirklich. Dann die Liebe zum Detail war auf jeden Fall da, auch beim Leveldesign und so.
wo man nicht so viel nachgedacht hat, war die Länge der Passagen. Siehe zum Beispiel das von Fire Emblem. Das hat einfach nur arschlange gedauert. Nötigerweise. Ja, mehr habe ich eigentlich nichts zu sagen. Ja, dann gebe ich noch meinen Sinn. Auch ganz nett war die Mortal Kombat, also generell die Street Fighter, war eigentlich mehr Street Fighter, das Hommage, was leider nur ein Part war. Hätte ruhig schon 2-3 Kämpfe sein können. Mit einem Tutorial-Fight oder so, damit man die Steuerung dafür kann. Ja. Aber das war's auch. Also ich persönlich fand das Spiel gut. Ich habe ja beim ersten Teil gesagt, der erste war schon cool gewesen, seinen ganzen Witzen und so weiter, da die ja das ganze Spiel rein verarscht haben, war mir nur zu kurz gewesen. Der zweite scheint mir schon... Hier war es aber mit dem Verarschen von den Spielen rein gar nicht mal so extrem, was ich ein bisschen schade gefunden habe, weil da war der erste Teil wirklich provokanter. Ja, der war echt provokant gewesen. Nee, jetzt der zweite Teil war mir schon fast zu lang, muss ich zugeben. Die haben echt eine Menge Ideen eingeflossen, was man alles machen kann. Also ja, aber teilweise auch nur so halbherzig sind sie drin gewesen. Ja, teilweise halbherzig. Teilweise echt gut gemacht. Das Final hat mir sehr gut gefallen, war leider zu lang gewesen. Wie ich eben gesagt habe, es gab kein Mittelding. So zwischen, die Witze sind verdammt obvious und scheiße oder sind einfach verdammt gut durchdacht. Ja, zum Beispiel das Guitar Hero, was wir hatten, das eine da, das war vollkommen in Ordnung. Als ja, Beispiel. Das war super, ja. Der Street Fighter war auch komplett okay gewesen. Aber dann waren halt Sachen drin gewesen, die zu lang gedauert haben. Und das war so, von der Schwierigkeit her will ich jetzt nichts sagen, die waren schon passend gewesen. Ein paar Kämpfe waren ein bisschen komisch. Aber zum Beispiel das bei Fire Emblem war schon ein bisschen zu lang. Ja, ist klar, es war zu lang. Es waren, glaube ich, man musste 8 Level oder so machen. What the fuck? Ja, Moment. Da muss ich leider unterbrechen. Hat Bluebird mit minus 5 ein Kind gezeugt? Warte, bei mir steht dann alle Vorgänge läuft, ich kann es nicht sehen, Perlis! Aber das wäre, Moment mal, was wenn der Gulag das Kind von minus 5 von Bluebird eigentlich ist? WTF. Okay, Okay. Ich werfe da gerade wilde Theorien durch den Raum. Okay, jetzt haben wir wirklich Credits. Ah, jetzt sind wir bei den Credits ausgezeichnet. Jetzt können wir auch wirklich anfangen mit dem Fazit. Also, wo ich gerade war. Wie gesagt, einige Passagen waren gut. Klar, das mit dem Fire Emblem war viel zu lang. Ich glaube, es waren 8 Missionen oder so gewesen. Wenn es jetzt 4 Missionen gewesen wären, Fire Emblem, hätte gereicht. Eine tolle Mission, eine leichte, eine mittlere und dann eine schwere Endmission. Super, hätte gereicht. Ja. Hätte man 2 Parts reinbekommen. So. Ja, wären echt lange dran. Nee, was mir auch gefallen hat, war wir jetzt mit den Zeitreisen, was wir auch schon in Evolent 1 gemacht haben, nur hier war es dann ein bisschen besser gewesen, dass wir auch immer wieder hin und her gereist sind. Das war, finde ich, auch eine interessante, also eine nette Mechanik, um ehrlich zu sein. Aber ich muss sagen, so hier hat mir vom Humor Teil 1 ein bisschen besser gefallen, einfach weil er viel provokanter und direkter war. Ja, es liegt aber auch daran, weil wir provokantere Witze besser finden. Auch, ja. Ich meine, gut, hier waren sie teilweise subtil, wie gesagt, aber es gab halt kein Mittelding. Ja. Ja, aber allgemein empfehlen würde ich das Spiel auf jeden Fall, klar. Hat mir Spaß gemacht, aber ich würde es doch nicht unbedingt ein zweites Mal durchspielen wollen. Nein. Außer vielleicht in 2 Jahren oder so mal vielleicht. Ja, mal wieder zur Erinnerung oder so, aber dafür ist es eigentlich schon wieder fast zu lang. Ja. Sag ich, den ersten Teil, könnte ich jetzt so spontan nochmal durchziehen, das geht ja schnell. Die Beschwerde hat man aber ganz ehrlich auch selten bei einem Spiel heutzutage, dass es zu lang ist. Aber in dem Fall war es so, es war zu inhaltslos für die Länge. Teilweise. Ja, sie haben sich eine Menge Ideen einfallen lassen, aber trotzdem hat sich das ein bisschen gezogen gefühlt. Das hat sich mehr als gezogen gefühlt. Sagen, also vor allem die Story war teilweise undurchsichtig und wenn wir essen auch meh, weil du hattest überhaupt keinen wirklichen Bezug zur Story. Ja, wir machen das jetzt so aus. Ja, so schien es wirklich. Ja, wir müssen dahin. Ja. Ja, okay, und was wenn nicht, dann setzen wir uns irgendwo hin und keine Ahnung, werden alt oder so. Ja. Das war halt so der Eindruck, den ich halt hatte, was die andere Möglichkeit gewesen wäre. Das hat irgendwie keinen interessiert. Jetzt was ist jetzt los, wenn wir am Anfang. Ihr seid wach, fühlt ihr euch besser? Mein Vater hat euch ohnmächtig geschlagen. Und wie machen wir jetzt gerade? Ja.
Was heißt übrigens Salat? Ich hoffe, euch fällt bald alles wieder ein. Achso, jetzt erleben wir die ganze Zeitreihe wieder von vorne, oder was? Oh, scheiße, wir haben wirklich mit Gulag so viel Mist gebaut. Nur wahrscheinlich korrekt, würde ich sagen. Also, weil es gibt ja jetzt keine Anomalie und so einen Kack. Das Bild ist interessant. Oh boy, ich bin gespannt. Okay. Warum schlägt er nur 16%? Musst jetzt bedenken, den Ball hau ich jetzt volle Kanne minus 5 am Hinterkopf. Hoffentlich. Die Hirnerschütterung tot, dann können wir sie vergewaltigen. Entschuldigung, ich meine Zorn. Das sind 76, glaube ich. Ach so, das wird sich wahrscheinlich noch steigern. 16 wäre ein bisschen merkwürdig wenig. Aber eine andere Frage, wo ist Bluebird? Oder, ja, oder ist er dabei? Nein. Vielleicht fehlt er, weil wir nicht genug Prozent haben. Sowas gibt's ja auch. Stimmt, das könnte sein. Ja gut, die Prozente gehe ich mal aus, kommen von den Sternen und so weiter auch zustande. Sternkarten und... Ja. Ja. Aber ganz ehrlich, ich bin damit zufrieden. Ja, mir auch, mir egal. Shiro Games, ja! Ah, wir haben's! Gott sei Dank, sowas machen wir jetzt als nächstes. Opa, ich hätte mich fragen sollen, ich hätte mich fragen sollen. Ja, du hast ja aufgehört, dass wir immer ein Together-Projekt haben. Ja gut, stimmt. Das ist, ich meine, gut. Leider kann man halt leider nicht nochmal Portal 2 machen, weil eigentlich Katastrophe allein reicht schon. Ja. Wir können Pokémon Center machen. Nein! Nee, mal überlegen. Es gibt ja ein paar... Was heißt überlegen? Wir müssen uns schnell was überlegen. Oder wollen wir nächste Woche nicht direkt weitermachen? Gute Frage, ich weiß. Ich meine, gut, wir haben ja ein paar Dinge, die wir machen können. Wir haben ein paar Dinge, klar. Wir hätten Shogun zum Beispiel. Können wir ja... Ja, Fall of the Samurai machen? Ich wollte gerade sagen, um genau zu sein, Fall of the Samurai. Da möchte ich sogar dafür, dass wir uns vielleicht ein, zwei Mods raussuchen, um das dann gleich noch ein bisschen aufzupeppen. Das können wir definitiv machen, das ist eine Möglichkeit. Was haben wir noch gehabt? Vielleicht Grim Dawn, haben wir gesagt. Stimmt, Grim Dawn haben wir ja getestet, haben wir als okay befunden, können wir machen. Haben wir als super Nachfolger zu Titan Quest empfunden, um ehrlich zu sein. Ja. Also ich wäre recht zufrieden damit. Was hat man noch auf der Liste? Weiß nicht, wie überhaupt alles sein Selbst dazu abgibt. Hat man noch? Ich glaube, wir hatten mal IO4 überlegt gehabt, ne? Aber das wäre wirklich zu hart eskalieren, oder? Das wäre einfach nur, das könnte man, glaube ich, nicht mehr ernst nehmen. Nee, glaube ich nicht. Also das wäre wirklich... Ich weiß nicht. Ein Together mit solchen Spielen ist an sich eine geile Sache, aber... Ich weiß nicht, das... Nee. Das macht, sag ich mal, so zum Spielen eine Menge Spaß, klar, aber zum Aufnehmen, ich weiß nicht. Es geht zu sehr in eine Richtung, die man nicht unbedingt zeigen möchte, da in Allgemeinheit. Ach, du hast doch nur Angst, dass man dich einknastet wegen den ganzen Sprüchen. Das ist ein geringstes Problem. Ach, jetzt auf einmal? Ja. Was wäre denn das andere Problem? Die ethnischen Säuberungen? Scheiße! Nee, was hat man eigentlich noch? Ja. Wir haben das extra sogar mal schon durchgesprochen, eigentlich. Wir könnten Tales Off machen, dass du es quasi machst und ich bin der Gastkommentator. Das wird sich aber echt lange ziehen, das weißt du schon. Ja, ich habe 53 Stunden gebraucht. Nee, das halte ich nicht aus mit dir, Ja gut, bedenken, sagen wir so. Weil du musst bedenken, dann würde man aber auch Tales of im Prinzip fast jeden Tag produzieren, weil das ja dann so ein Projekt, was eben nicht einmal die Woche kommen kann, wenn man sich ehrlich sind. Ja, nee, war er jetzt gemeint. Nee, sagen wir so, ich habe 53 Stunden gebraucht für Tales of Berseria, habe aber auch wirklich alles abgegrast, also vielleicht brauchen wir im Endeffekt nur 40 Stunden dafür. Wow! Ja, ist trotzdem viel. Nee, als Gastkommentator wollte ich definitiv manchmal dabei sein bei Tales of, wenn es sich anbietet. Für 3-4 Parts. Weiß ich, wenn man mal farmen muss oder irgendein Level hat oder. Aber ein ganzes LP über, nee, das ist ein bisschen heftig. Das wäre ein bisschen zu spooky. Vor allem, da das Spiel nicht so wirklich dafür ausgelegt ist, um Insults zu machen, weil es echt gut ist.
nicht so eine Comedy-Partie, wie du denkst. Ja, Evil in 2 kannst du sowas wunderbar machen, weil das Spiel nimmt sich ja nicht ernst. Hat sich aber auch perfekt angeboten, ja, deswegen war das super. Hat man noch? Ja, das ist halt das Problem daran. Vor allem, ich meine, jetzt ist es scheißegal, weil den Part guckt eigentlich keine Sau dann mehr. Welcher Vogel guckt jetzt noch zu? Halt's Maul, Niklas oder Alex, ich hasse euch beide. Denen habe ich das Mitspracherecht entzogen, keine Ahnung. Uns wird schon was einfallen, wir haben zwei Beispiele genannt, wenn's hinhaut, werden wir nächste Woche direkt ein neues anfangen. Hatten wir nicht schon eine ganze Liste eigentlich dafür? Hast du die erstellt gehabt oder war ich das? Ja, wir haben einfach nur mal so gequasselt, dass wir so alles machen können. Oh je. Na gut, dann quasseln wir jetzt offscreen, denke ich mal, weiter. Nächste Woche wird was Neues kommen. Oder noch nicht. Damit aber die spätestens wenn dann... Nicht, ja. Also... Noch extra abstimmen. Wollte gerade sagen, oder so. Entweder kommt nächste Woche halt das neue Dings oder ein Infovideo oder sonst etwas. Mal sehen. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich mich nicht. Ich bedanke mich vor allem für eure Geduld. Ich mich nicht. Und sagt aber bis zum nächsten Projekt, Leute. Tschö. Ciao.